Das offenkundige Ziel Putins für ganz Europa, aber auch für die einzelnen Nationalstaaten, durchaus auch in Österreich, dass das Land völlig gespalten wird. Deshalb war heute eigentlich der bereits seit Februar dieses Jahres der vierte Krisengipfel rund um Krieg und Energieversorgung mit der Opposition. Die anderen haben wir gar nicht mehr erzählt. Und das halten wir für schon wichtig, die Einbindung auch und vor allem der Sozialpartner und der Firmen, die Energieträger bereitstellen müssen, natürlich sowieso. So, das ist das eine. Jetzt gibt es zwei Nachrichten aus meiner Sicht. Erstens gute, die da wären, dass in der kurzen Frist, und kurze Frist heißt jetzt in den nächsten Winter hinein und eigentlich den gesamten Herbstwinter, dass hier schon sehr, sehr viel gelungen ist. Ich möchte aber mit der schwierigen Nachricht beginnen, dass niemand auch glaubt, wir werden hier naiv oder blauäugig. Wenn, aus welchen Gründen immer, weißt du, Putin veranlasst oder Gazprom gewisse Eigeninitiativen entwickelt, um hier weiter vertraglich oder auch technisch Probleme zu machen, was die Gaslieferungen betrifft, oder weil die Kriegsereignisse das erzeugen, auch das kann ja passieren. Aufgrund des Ukraine-Kriegs, wir kriegen von diesen Leitungen, die über ukrainisches Gebiet gehen, das meiste Gas, nicht über Nord Stream 1, dass es zu einem totalen Ausfall kommen kann, und zwar mehrere Monate von russischen Gas. Das wäre eine dramatische Situation dann immer noch. Dann verschiebt sich es halt ins nächste Frühjahr hinein oder in den nächsten Sommer bis zum nächsten Winter. Möglicherweise wird der nächste Winter schwieriger zu handeln als dieser, weil wir diesen schon sehr, sehr gut vorgesorgt haben. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben. Das muss einfach klar gesagt werden. Ja? Die Lage ist mit gewissen Eintrittswahrscheinlichkeiten immer noch sehr, sehr dramatisch. So, jetzt aber schnell noch zur Guten auch. Und um es nochmal mit anderen Worten vielleicht auszudrücken, es geht hier zweimal um gute 50%. Wir haben deutlich über 50% eingespeichert von der Gesamtkapazität. Aber ich will es trotzdem anders übersetzen, weil Österreich hier ganz vorn dabei ist. Weil wir haben riesige Speicherkapazitäten in Österreich gemessen an unserer Volkswirtschaft und unserer Bevölkerung. Was heißt das dann aber? Wir haben weit, weit mehr als einen Halbjahresverbrauch schon eingespeichert. Und wenn das so weitergeht, werden wir in den nächsten Wochen verkünden können, dass wir schon 60% nämlich eingespeichert haben, nicht nur jetzt im Anteil an der Kapazität, sondern auch, was Jahresverbräuche betrifft. Würden wir in Österreich 100% einspeichern, hätten wir weit über einen Jahresbedarf. Würde Deutschland über 100% einspeichern, hätten es 3 Monate circa, soweit ich informiert bin. Und das muss einfach einmal sozusagen in der Dimension klargerückt werden. Also mit einem halben Jahr und darüber hinaus kommt man schon sehr weit. Trotzdem bleibt die Aufgabe, nicht nur einspeichern, sondern durchaus auch sparen. Das heißt auch substituieren. Ja, wir bereiten das auch vor mit der Kohle, Sie wissen das, alles am Tisch. Und am Schluss natürlich diversifizieren. Und das sind die zweiten guten 50%. Es ist jetzt zumindest mathematisch herleitbar mittlerweile aus mehreren Berechnungen, dass die Abhängigkeit von zwischenzeitlich sogar über 80%, Sie kennen meinen Ärger, was hier uns Vorgängerregierungen eingebrockt haben, von zwischenzeitlich über 80% auf nachweisbar unter 50% gesunken ist. Und hätte uns das irgendwer zu Ostern gefragt, hätten wir uns das nie prognostizieren trauen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel gelungen und deshalb für die kurze Frist und die Sicherheit, ja, die Versorgungssicherheit in den Herbst-Winter hinein gut. So, ja, gleichzeitig gilt aber, dass es zwar da ist, das Gas oder auch der Strom, aber die Energieträger immer teurer werden. Das ist völlig richtig. So betrachtet ist nochmal die Strompreisbremse angesprochen worden. Sie wissen, der Vorschlag, ein begünstigter Grundbedarf. Und warum ist das so wichtig? Um auch dieser Sprachverwirrung entgegenzuwirken. Es wird immer von irgendwelchen Deckeln geredet. Ja, wenn das ernst gemeint wäre, das ist heute wirklich klar am Tisch gewesen, das haben Sie alle dieser Meinung angeschlossen, dass einfach irgendein Deckel, so wie am Anfang ja in der Diskussion war, Österreich nur in einen unzähligen Milliardenschaden treiben würde, weil es zu gar nicht großen Energiepreissenkungen in Österreich führt, aber dafür in ganz Europa, sagen wir ehrlich, in halb Europa, aufgrund der Konfiguration des Strommarktes und der technischen Voraussetzungen, wie halb Europa mit österreichischen Steuermilliarden subventionieren würden. Na, das kann es aber dann nicht sein. Also, in Wahrheit, Sie wissen es schon, auf die Stromrechnung begünstigte Teile hier einziehen. Und deshalb hat es auch diesen Namen Strompreisbremse für den begünstigten Grundbedarf. Das ist wichtig. Und ein letzter Punkt.
Es gibt ja immer mehrere Herangehensweisen, in dem Fall mindestens zwei, wie man die Auswirkung der Teuerung abfedern kann. Ja, die eine ist, zu versuchen, auf die Preise einzuwirken. Das ist aber nicht so leicht. Vorgeschlagene Spritpreisdeckel, genauso wie in Ungarn. Sage ich nur, schauen wir über die Grenze. Da wird jetzt das dritte Mal, soweit ich mitgezählt habe, der Sprit rationiert. Das ist dann halt der Effekt davon. Das kann's so nicht sein. Ne? Außerdem ist es EU-rechtswidrig, wie die Lösung dort gemacht wird. Und wenn ich dann einmal die Möglichkeit habe, vollzutanken, dann spiele ich es halt dort. Es ist immer das Gleiche. Wenn es Mengenprobleme gibt, dann kann der Deckel alleine, ein echter Deckel jetzt aber nicht helfen. Schauen wir nach Kroatien oder nach Slowenien, was haben wir dort für Probleme? Ja, die kleinen Tankstellen am flachen Land sperren reihenweise zu, weil sie mit diesen verordneten Preisen nicht zurechtkommen. Also man muss es schon schlau machen, sagen wir mal so. Also smarte Lösungen, aber ja, auf die Art und Weise soll natürlich der Zweck am Schluss erreicht werden, dass die große Schwierigkeiten haben, diese steigenden Energiekosten zu tragen, dass denen unter die Arme gegriffen wird. Und das sollte gelingen. Und übermorgen beginnt, am 3. August, da wird die erhöhte Familienbeihilfe ausbezahlt. Und das geht jetzt die nächsten zwei Monate so weiter. Und nehmen wir den Klimabonus und den Teuerungsbonus her. Wenn du eine vierköpfige Familie nimmst, sind es 1.500 Euro. Also das braucht man mir niemand erklären, dass das wenig ist. Ja, aber wenn es weitere Maßnahmen braucht, werden wir die auch machen. Und es sind zwei Wege zu beschreiten. Dort, wo es sinnvoll und vertretbar ist und möglich ist, überhaupt in die Preise einzugreifen, ohne die Spareffekte zu verringern. Und dort, wo das nicht sinnvoll möglich ist, ist es doch viel gescheiter, Direktzahlungen, Direkthilfen und Soforthilfen zu machen. Ja, und wie gesagt, jetzt geht's los.